Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Avorium, die 145 müsste es sein. Wir sind in diesen Sektor vom Notruf gesprungen und glaube ich jedenfalls, oder? Ja, da ist ein Zeichen dran, aber Mission Notruf, aber ich sehe jetzt keinen Notruf, oder doch? Hier ist niemand. Der Thomas Stehler hat auf jeden Fall ganz viel geschrieben. Zum Beispiel, ich soll mal ins Postfach gucken. Gut gemacht. Hi there. As I can see, everything worked very fine. Indeed, I'm happy to see that you learned so quickly how to use our mining lasers. Let me give you two of mine to help on your journey. Aha, da haben wir zwei Airbag. Oh, krass, jetzt haben wir die zwei dazu gekriegt. Alles nehmen. Gut, haben wir. Einführung erledigt, Hangar, Raum, Jäger-Einführung, okay. Gut, was der Thomas alles geschrieben hat, war reichlich. Ich habe zum Beispiel Sanonit-Teleporter-Steine noch nicht verbaut. Da müsste ich erstmal gucken, dass ich jetzt auch gerade meine Materialien... Was waren das? Ach so, da waren die Gegner da. Okay. Meine Ressourcen muss ich mir mal angucken. Sanyon haben wir da. 67. Hatten wir das alles umgewandelt, ist die Frage. Frachtraum. Ja, das haben wir schon danach wieder geholt wohl, denke ich. Ja, hier soll ein Notruf sein. Ich... sehe aber keine einzige Person hier in diesem Sektor. Gucken wir nochmal. Nur wir selber sind hier drinne und der Notruf, das, wie es hier angezeigt wird, ist nicht da. Jetzt ist die Frage, ich habe mein System umgebaut, ob das in dem zu sagen... Ah, warte mal, das waren vier Marken und eine davon könnte der Notruf sein. So sah es aus. Ich erinnere mich gerade. Dann geben wir die Navigationsdaten dafür ein. Und springen dann da ein, obwohl wir letztes Mal einen anderen Notruf hatten, ne? Naja, dann aber trotz alledem da mal hin und gucken, wo irgendwo der Notruf ist, wenn er denn da ist. Da ist auf jeden Fall was. Ja. Da ist ein Wrack. Fliegen wir da mal hin, oder? Flugunfähig, wir brauchen sofort Hilfe. Ist dort draußen jemand? Ja, wir sind doch da. Kein Problem. Wir müssen wahrscheinlich mal näher... Ne, wir können ja mit denen so agieren, wenn, oder? Ne, geht noch nicht. Müssen wir vielleicht näher ran. Schauen wir mal. Also hier ist ja nur einer im Sektor, ne? Da sind wir und das Schiff. Obwohl es nicht angezeigt wurde. Auch sehr interessant. Ah, jetzt geht's interagieren. Suchen. Dieses Schiff steht, sieht aus, als wäre es schon eine Weile kaputt. Die Scanner registrieren keine Wärmesignaturen. Die gesamte Crew an Bord ist steif gefroren. Es sieht aus, als hätte es den Energiegenerator zerrissen. Hat möglicherweise giftige Dämpfe in das Lipstim abgegeben. Ich sollte ihren Fraktionsmeer machen mal. Mission aktuell suchen und bergen. Aha. Jetzt haben wir die Mission dafür. Nee, I war es nicht, P. Wenn die Barriere Notruf flotten. Quelle erhalten, die Sensor dann ist rund. Ja, das habe ich ja jetzt. Ja, jetzt müssen wir noch den anderen Uizes hin. Ja, die sind ja hier zum Beispiel zu Hause. Dann springen wir doch da mal hin. Auf geht's. Und dann erzählen wir, was wir entdeckt haben. Ist ja sogar gut, weil, ne?
Da ist ein Schiff der Uitze. Fliegen wir da mal näher ran. Vielleicht können wir mit denen kommunizieren. Oder ist da noch einer? Ist das auch ein Schiff von denen? Ja, es ist ein Zerstörer. Auswählen wir da? Ne, auswählen wir nicht. Ich will mit denen kommunizieren und hoffe, dass das gleich geht. Funktioniert nicht. Was haben die für eine Mission da? Ah, okay, kommen wir mit denen. Elftausendachthundert Missionen erfolgreich, Suche und Bergung, ja. Haben wir erledigt, wäre mir aber lieber gewesen, wir hätten ein bisschen mit den Sachschorn hier da was zugewonnen. Das glaube ich, haben wir aber nicht. Naja, ist egal, das ist jetzt nicht schlimm, das war es dann erstmal. Das Ziel ist schon erledigt, das war, was wir aus der letzten Folge mitgenommen haben. So, jetzt schauen wir das an. Postfach haben wir angeguckt. Wir haben dringend Sachschorn, die Saunit-Steine und können da jetzt einen Teleporterstein bauen. Kante, Triebwerk, okay, wir müssen das anderweitig lösen, fensterlose Hülle, Teleporterstein, super ergiebiger Stein, so, das ist Eisen, das wollen wir nicht, wir wollen Saunit. Panzerung gibt's da nicht. Ist das hier? Trägheitsdämpfer gibt's auch nicht. Schildgenerator, Geschützturmbasis, Lagerraum, Torpedorampe, Produktion, Flugschreiber, Fixier, Dock, Hangar, Gerüst, Energiecontainer. Okay, da haben wir noch gewisse Dinge. Hyperraumkern ist Transporter. Transporter, ist das der, das ist der Transporterstein wahrscheinlich. Akademie, Klonkapseln, was haben wir sonst noch? Solarpanel, Licht, super ergiebiger Stein. Ja, dann nehmen wir den, wo ist er denn jetzt hier, den Teleporterstein mal ins Visier und schauen zu, dass wir unser Schiff damit ausrüsten. Ja. Tendenziell neige ich dazu. Wir machen erstmal den, ja, warte mal. No, na, stimmt, ich bin ja im B schon drin, er passt schon. Erstmal den Teleporterstein ziehe ich mir da rein und dann brauche ich den, das Gerüst wollte ich noch haben. Und dann gucken wir nochmal, dass wir hier reinkommen. Und dann bauen wir hier noch was dran, ne? Und ich wollte noch die Achse dazu nehmen. Spiegelachse. Diese, genau. Dann können wir das so machen. Und den machen wir so klein wie möglich. So erstmal. Und dann nehmen wir den. Und den machen wir größer. Bisschen so hätte ich das gern gehabt. So. Passt schon so, ne? Ich habe keine Ahnung, wie weit wir damit kommen. Auf jeden Fall sind wir da erstmal dran, ne? Du hast einen Transporterblock, aber dir fehlt ein Transporter-Software-Upgrade für einen voll funktionierenden Transporter. Okay. Jetzt müssen wir dann noch ein Transporter-Update haben. Ich glaube, das haben wir sogar, oder? Warte mal, hier wollte ich noch reingucken. Wir haben ja noch Sachen dazu bekommen, aber das sind diese hier. Aber wir haben ja... Nee, da lassen wir erstmal von die Finger von weg. Gucken lieber hier rein und schauen. Hatten wir das nicht? Bin mir jetzt nicht sicher. Transporter-Software, da ist er.
Aber die ist hier alles zu groß. C43-Detektor, da können wir dann eigentlich den da reinsetzen. Wieso will der nicht? Ich kann dieses Upgrade nur fest installieren. Festinstallierte Upgrades können nur an einer Ausführungsdock wieder entfernt werden, ansonsten werden sie zerstört. Ausrüstung sonst. Ja, will ich. Jetzt ist das fest mit dem Anker. Okay. Soweit, so gut. Jetzt stellt sich die Frage, wie weit das Ding reicht. Das ist erledigt. Aus dem B raus. Jetzt haben wir den Transporterstein schon mal geschafft. Das hat der Thomas ja auch geschrieben. Jetzt müssten wir mal schauen, was haben wir denn hier für ein Solarkraftwerk? Was haben wir hier überhaupt? Ressourcendepot. Da können wir auch unseren Marker setzen, oder? Ich meine, das wäre da und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo das ist. Nach da unten. Und das da ist es. Nee. Jetzt habe ich es ausgemacht. Ah, da hinten ist es erst, das ist so weit weg noch. Okay. Also fliegen wir da erstmal hin. Gucken uns das da an. Ressourcendepot. Oder war das? Doch, ich glaube, beim Ressourcendepot konnte ich den Marker setzen. Ne? Oder war das ein Ausrüstungsdock, wo ich den setzen konnte? Wir werden es sehen, wenn wir dann gleich hier abgebremst haben. Wieso bin ich eigentlich nicht mehr im Sichtbereich? Dock D3 oder O95 ist nicht frei, okay. Interagieren gedockt. Nee, das war auch nicht hier. OER zu aufnehmen, Ressourcen handeln könnte man hier machen, ne? Machen wir aber nicht. Interagieren gedockt. Jetzt lass uns mal überlegen. Achso, wir müssen erstmal. Das Ressourcendepot gibt es hier nicht. Das heißt, wir gehen mal schauen, wo wir das finden können. Und ich gehe mal. Spring mal da hin. Ja, Botans Artefakt ist dann auch noch auf dem Weg zu bringen. Da sollten wir in den Außenbereich fliegen, hat der Thomas geschrieben, dass wir da schauen, dass wir da irgendwo ein Piratennest oder Schmugglernest finden und da einen Boten haben, den wir ansprechen können. Und dadurch würde das dann leichter werden, da dran zu kommen. Müssen wir mal schauen, ne? Da ist unsere Sprungmarke und dann geht die Reise mal nach da. So, das ist ein Handelsposten. Das ist ein Reparaturdock. Da müssten wir wohl hin, ne? Das war das da links. Was ist das? Nee, das ist noch weiter links. Das ist ein Ressourcendepot, oder? Ja. Nee, ich möchte das Reparaturdock aufstellen, weil wir da dann... Sag schon, die Marke noch setzen müssen. Haben wir nämlich immer noch nicht gemacht. Wir sind mal schön dran vorbeigeflogen, sozusagen. Sie reden nur mit der optischen Interaktion. Ja. Einmal noch näher erst. Dann sind noch viel zu weit weg. So, 20.
10 sind wir gleich. 8. 7. 6. 5. So, dann steht da noch nichts von gedockt. Jetzt steht gedockt. Okay. Was machen wir jetzt? Erneuern, Güterhandel, Reparaturdock. Was sind wir als Reiter? 750. Aha. Rekonstruktionsort, ne? Also ja, sagen wir, Kostenreparatur bei Kauf einer Rekonstruktion. Okay, das ist jetzt nicht das Ding, was ich machen muss. Okay, es passiert was im Raum. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Marke hier finde, ne? Da ist sie. Habe ich die denn jetzt gesetzt oder nicht? Das ist jetzt meine Frage. Tja. Hier ist soweit alles gut. Ich habe eine Rekonstruktionsmarke für dieses Schiff. Ja, ist klar, das weiß ich, aber ist das denn hier so zu setzen? Ja, komm, wir können das auf jeden Fall schon mal machen. Die Xotern sind wahrscheinlich gerade angekommen. Was stand da jetzt gerade? Ah, deswegen geht's nicht. Alles klar, das hat ja wieder gut geklappt. Wahrscheinlich funktioniert das hier auch nicht. Das bedeutet, wir könnten uns mal vom Acker machen. Wo sind denn die? Da hinten wohl. Wir müssen sowieso in den Außenbereich weiter. Jetzt haben wir hier das Tor. Das können wir mal schauen, wie das da weitergeht. Nordosttor ist es nicht. Wenn, dann ist es auch nicht das Nordtor. Sondern das Tor ist es dann da. Das, nee, Westen ist auch nicht. Da ist noch eins. Dann kann es nur das Süd-Südosttor sein. Dann nehmen wir das doch mal ins Visier. Dass wir in die Richtung kommen. Ja, das sind dann die Sachen, ne? Ach so, ja, was noch ist. Jetzt kommen wir näher daran, aber das soll uns erstmal egal, glaub sein. Andere Schiffe befehligen. Wir haben ja hier auf der Karte noch andere Schiffe. Nur, ich sehe sie gerade nicht. Haben wir? Eigentlich haben wir doch welche, oder? Ah, hier unten. Meine 1. Stopp. Güter verkaufen. Güter kaufen. Erze raffinieren. Abwracken. Abbauen. Eskortieren. Feinde angreifen. Und Sektor patrouillieren. Ich kann hier Befehle geben, aber wie kann ich denn bitte schön in das Schiff reinspringen? Ach, da unten steht noch Schiff halten. Befehle verketten. Steuern. Icons bewegen. Ja. Achso, dann kann ich die Icons nach oben machen. Das kennen wir ja schon. Stopp, Güter verkaufen, Erze raffinieren. Das ist vielleicht das Erste, was ich tun sollte, weil das ist ja, glaube ich, so am Laufen, ne? Assreiter Renew, Erze raffinieren. Ja, das ist, ich weiß nicht. Das können wir, ah, das kann er nicht. Das Schiff hat keinen Kapitän, das ist schon mal sehr schlecht. Und hier, der kann das. Nichts zu raffinieren hat er aber. Das ist meine Ölplattform, oder? Oil Rack, ja. Nichts zu raffinieren.
Öl. So, Güter verkaufen, Güter kaufen. Abwracken, abbauen, eskortieren. Das geht alles nicht. Das ist doch, hat doch nichts damit zu tun. Das hier ist das Schiff von Asreita. Der kann das auf jeden Fall auch. So, jetzt hat er hier keinen Kapitän, ne? Aber wie soll ich denn da bitte schön reinspringen? Stopp. Dein Schiff hat keinen Kapitän. Meiner als Reiter. Stopp. Tja. Unser Asteroid steht da, ein Schiff von Asreita. Ja. Sektor patrouillieren. Eskortieren, abbauen, abwracken. Ja, ich weiß nicht, wie der Thomas meint, dass ich mit in das Schiff reinspringen kann. Ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen soll. Nee, keine Ahnung. Vielleicht kann er es mir ja noch was schreiben. Das wäre schon mal super. Ich kann da nur Befehle geben oder irgendwo ist in dem Spielstand das Problem. Das kann natürlich auch noch sein, dass der Spielstand so alt ist, dass der das nicht mitgenommen hat. So, wo sind wir hin? Nach Südost. Das war das Tor da. Dann geht die Reise da mal hin, aber das machen wir natürlich alles wieder mal wie gehabt in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade und Kommentare gerne willkommen, auf jeden Fall. Der Thomas, der hat das schon super gemacht, dass ich da ein paar Tipps habe, was ich weitermachen kann etc., wo ich noch Defizite habe und ich habe früher mehr an meinen Schiffen getüffelt, das ist richtig, das habe ich bestimmt getan, habe das jetzt irgendwo so ein bisschen verdrängt, aber wir müssen mal gucken, wie wir das weiter hinkriegen. Ja, sonst teilen könnt ihr gerne die Videos von mir auch, das wäre super, umso mehr die Verbreitung, umso mehr können teilhaben an diesen Videos und ich glaube, Avorion ist ganz cool am Laufen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.